denke, da wir Uran brauchen, werde ich das auch erstmal lassen. 60%? Hallo? Geht das Uran aus? Soll das? Irgendwie haben wir kein Uran, damit es arbeiten kann. Wird schon noch kommen, sobald die Mine auch noch endlich mal funktioniert. Und dann baue ich mir hier noch eine Straße. Eine etwas größere. Okay. Sehr schön. Sieht irgendwie cool aus. Ja, doch. Die Straßen sehen cool aus. Und wir haben ja momentan noch Platz. Vielleicht mache ich das später anders, aber jetzt passt es auf jeden Fall. Und wir können uns sogar noch Lampen hinbauen. Kosten 4 Unterhalt, aber... Aber hey, was soll's? Nee, wir bauen uns zuerst einen Zaun. Ich entscheide mich lieber mal um. Kostet uns ja auch zum Glück nur einmalig. Baue ich den hin? Ich glaube, ich baue den hier hin. Ein paar Bauzellen, aber... Die haben wir ja. Ups. Wir müssen auf jeden Fall diese... Oh. Basis abriegeln. Stell dir mal vor, hier wird irgendwer einbrechen und Unsinn bauen. Das wäre ja schlimm. So, weiter geht's leider nicht. Ah, und schade auch, dass der Zaun in die andere Richtung geht. So, Achtung, kopieren. Produktionsstillstand. Und dann setzen wir den Zaun hier drüben noch fort. Geht jetzt natürlich nicht top, aber hier vorne ist eh gesichert und da kommt so schnell keiner durch. Okay. Oh ja. Alles gesichert. Zumindest auf einer Seite. Hier kann ich ja leider nicht so zumachen. Schön auf jeden Fall. Lade ich hier nochmal aus. Das Schiff kann ich zurückschicken. Hat jetzt gerade eben nichts zu tun. Okay. Registriere Abwanderung der Bevölkerung. Ach Mann. Was könnt ihr eigentlich? Was könnt ihr eigentlich andauernd sterben? Die sind krank. Ist ja nicht mehr schön. Und ich darf wieder Bäume anpflanzen. Weil die verschwunden sind, als ich das Gebäude gebaut habe. So, könnt ihr jetzt mal nicht sterben? Abwanderung, ja. Ein leeres Haus. Wohnhausruine. Super. Finde ich klasse. Wie schaut es bei euch hier oben aus? Natürlich, das Haus ist abgebrannt. Setze ich halt ein neues. Mensch. Ich glaube, die sind einfach nur suizidgefährdet. Allesamt. Ah, hier drüben kann ich auch. Kann ich da bis zum Rand bauen? Ja. Kann ich. Dann ziehen wir uns hier mal quer durch. Einfach einen Zaun. Einfach, weil wir es können. So, vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Platz. Mache ich mal den hier. Und dann gehen wir wieder hier entlang. War's jetzt? Zierelemente. Und ich glaube, ja, hier passt zum ersten Mal das Zaunelement auch. Ja, endlich. Hat auch lang genug gedauert.
und Flut sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Dann baue ich hier gleich mal noch ganz zu. Vielleicht schaffen wir das ja mal, die Folge. Wollte ich ja schon lange machen. Jetzt endlich kann ich das mal. Wann läuft der nächste Schwachter ein? Okay. Dann geht's noch bis hier eigentlich. Machen wir mal noch ganz zu. Nur um sicher zu gehen. Zaun, Ecke nehmen, drehen und hier ist auch fertig. Mal schauen, was uns jetzt noch fehlt. Hier oben ist zu, hier ist zu, fehlt eigentlich nur noch hier unten. Natürlich auch kein kleines Stück. Aber die kosten echt keinen Unterhalt. Nee, sehr schön. Diese Sicherheitszäune, sehr schöne Sache. Oh. Machen wir hier großzügig zu. Da muss ich noch mal ein bisschen Gebiet einnehmen. Damit uns die Insel auch endgültig gehört. Könnte jetzt irgendwer herkommen und sich einfach da noch hinsetzen. Wäre ein bisschen schlecht für uns. Ups. So. Na. Drehen. Natürlich falsch. Okay. Dann kommt hier gleich noch eine Straße hin. Machen wir ganz rum. So. Ja. Ist ganz gut geworden. Ich bin zufrieden. Hier noch am Rand eine Straße. Yep, sie ist schon mal sicher. Jetzt fehlen uns noch ein paar Geschütztürme, aber die können wir natürlich uns auch leisten. Dann kommt hier oben der Marinestützpunkt hin. Also hier werden dann die ganzen Schiffe Moment, da können dann die ganzen Schiffe Halt machen. Ich hoffe, die haben da Platz. Wäre wünschenswert. So. So. Und dann setze ich noch Türme hin. Also Geschütztürme. Dann sind wir hier ganz gut gewappnet. Ich könnte, kann ich? Ja, ich kann natürlich unser Hafengebiet noch ein bisschen erweitern. Mal schauen, ob das so gut ist. Oder ich es besser hierhin mache. Hm. So haben wir natürlich, ja doch, so haben wir einfach wesentlich mehr Gebiet. Oh, so weit kann ich nicht rausbauen. Wirklich. Warnung. Obwohl es in meinem Produktion gestoppt. Gebiet liegen würde. Super. Entweder ich baue das jetzt so, aber dann werden die Schiffe natürlich eingeschlossen. Deshalb machen wir das mal so. Ist natürlich schlecht, wenn ein Hafen angegriffen würde und die Schiffe können nicht mal selber raus. Okay. Dann hier noch ein paar Schönheitsoperationen einfach mal ausfüllen. Gut. Ruhemodus. Ruhemodus, dann kosten die uns ja auch nichts.
Und ich weiß, wann ich nicht allein gegen sie bestehen. Belohnung. 40 bei dem Typ. Brauchen wir da ein bisschen was? Suchen Sie etwas. Jo. Bittet sie, ein Schiff zu vernichten, bevor es Professor Dr. Salman Devi erreicht. Warum nicht? Ich meine. Ja, komm schon. Was ist das für ein Auftrag? Was dieser Fischer fand, könnte unsere Forschungen verraten. Ach, und deshalb müssen wir ihn umbringen? Ey, diese Unterwasserforscher sind so fies einfach. Wow. Cool. Was auch immer das ist, es ist cool. Mir wurde auch gesagt, ich kann das hier beheben, indem ich die einfach neu setze. Dann ist der Bug weg. Und ich muss sagen, es ist heller geworden hier unten. Vielleicht liegt es daran, dass ich Nacht gestellt habe. Weil mit den Kuppeln scheint irgendwie ein Bug zu sein. Okay. Uran haben wir jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, ich baue den Turm mal weg. Und setze einen neuen hier oben. Und hier. Natürlich sollten wir noch zumachen, damit man auch drüber laufen kann. Nein, ich kann hier keine Abrundung hinmachen. Finde ich, sieht halt immer sehr gut aus. So. Schön, schön, schön. Dann könnten wir unsere Schiffe bald dahin schicken. Oh, sie haben das Schiff schon vernichtet. Damit habe ich nicht gerechnet. So, jetzt muss ich das doch zu dem bringen. Ach nö, da muss ich... Muss ich da ernsthaft... einen Trimaran nehmen? Mal schauen. Ich werde einfach mal einen nehmen und dahin fahren. Damit sich ja zeigen, ob ich einen brauche. Und wo der überhaupt ist. Ah. Da. Ach. Nee, Moment. Aha. Gleich neben dem Wissenschaftler. Hä? Ach nee, das ist der... auf dem Wasser. Okay. Dann schicke ich die ganzen Schiffe schon mal da nach unten. Auf unsere Sicherheitsinsel. Uran haben wir. Ja, besser gesagt, Sprengstoffe. Kann es sein, die Fabrik braucht 2 Minen? Das wäre natürlich viel. Das wäre wirklich viel. 2 Stück für eine. Vielleicht können wir auch das irgendwie erhöhen auf einer Insel. Kann ich sowas erforschen? Oder kann man das nur kaufen? Das ist die Frage. Spezialgebäude. Modernisierte Geschütztürme. Verbessert alle Abwehrgeschütze in diesem Sektor. Angriffsstärke plus 20, Angriffsreichweite plus 20. Wäre ganz, ganz hübsch. Aber da wir eh keine Feinde haben, schaue ich lieber, dass wir die Produktion vielleicht ein bisschen erhöhen können von den Sachen hier. Oder ich habe noch was in der Arche. Glaube ich weniger. Nee, haben wir auch nicht. Politik, was gibt's denn hier eigentlich? Generiert Credits über einen bestimmten Zeitraum. 5000? Ich habe den Warum Gegenwert nicht? Ihrer Lizenzen in Credits ermittelt. Sehr schön. Können wir noch irgendwas einlösen? Achtung. Verbessert alle Produktionsgebäude. Alle energieerzeugenden Gebäude in diesem Sektor. Minus 25% Unterhalt. Okay, schauen wir mal. 7800. 12.000. Okay. Und hier. Verbessert alle Flugzeuge, U-Boote. Brauchen wir gerade nicht. Verbessert Akademie, Forschungslabor. Bauzeit. Minus 50%. Oha. Ist natürlich gut. Damit können wir viel schneller Sachen erforschen. Dann denke ich mal, dass es Bauzeit ist. Weil die hinzusetzen dauert eh... ein Bruchteil einer Sekunde.
Produktionsgebäude. Irgendwas mit Uran gibt's hier. Uran. Strahlengeschützte Abbauroboter. Verbessert Uranminen in diesem Sektor. Minus 50% Ökobilanz und minus 30% Ressourcenverbrauch. Ist natürlich gut. Verlustfreie Primärförderung. Ökobilanz minus 40 und Ressourcenverbrauch minus 30. Oder gibt es da noch was Besseres? Bei hier, oh, natürlich, bei Stufe 3. Auch verbessert ist die Uranmine. Ökobilanz minus 70 und Ressourcenverbrauch minus 40. Ich glaube, das baue ich mal. Dann werde ich mal das erforschen mit Politik. Wo war das? Arche. Politik. Der Forschungszuschuss wurde von mir bewilligt. Gut. Dann können wir jetzt ganz schön schnell diese Sachen bauen. Das dauert mich. Oder kostet mich. Natürlich, 50 Minuten. Nein, uns fehlt hier noch was. Moment. Ach, die Stufe 1 brauchen wir erst noch. Ja, hätte man das mal früher gesagt. Moment. Stufe 1. Abgeschirmte Transportschächte brauchen wir zuerst. Ach nee, und dafür brauchen wir eine Filteranlage. Also, Filteranlage bauen. Und dann brauchen wir noch... Ach, das... Oh, Mann! Oh, 242%. Die habe ich bloß in den Neben hingebaut. Aber schaut mal, die hier. 1000 normal ist ja 500. Huhuhu. Gut, gut. Und die hier auch bei 1000. Das geht schnell wie nochmal was. Schauen wir, ob wir noch was brauchen dafür. Einmal... Uranbohrmeißel. Okay. Den brauchen wir auch noch. Uranbohrmeißel. Ist ja kein Ding. Das geht jetzt so schnell. Da werden wir jetzt einfach mal Sachen erforschen. Ohne Ende. Noch ein Kohlehobel am besten. Boah, ich finde die Maus gerade so cool hier. Oh, jetzt ist es weg. Dieses Bewegen-Symbol. Melden Sie sich erst, wenn alles erledigt ist. Sie bittet mich, alle flüchtenden Fahrzeuge zu vernichten. Schemenhafte Tiefseekoordinaten. Okay, aber wir müssen erstmal hier was abliefern. Ich überlasse Ihnen dieses U-Boot und hoffe, Sie gefährden Nein. damit nicht ETOs Mission. Vielleicht bin ich Nein. nicht der richtige Handelspartner für Sie. Ja genau, löscht es mal. Ich will was ganz anderes machen. Wo ist mein Trimaran? Hier. So, gib mir das jetzt. Natürlich, bitte. Tauch auf. Ich brauche den U-Boot nämlich nicht. Und jetzt werden wir mal die Truppe losschicken. Und uns ein Battle liefern. So, die ganze Truppe. Die schicke ich mal hier hin. Modulentwicklung abgeschlossen. Solange die meine anderen Schiffe nicht angreifen, ist ja alles Modul super. Fertiggestellt. Die Module werden fertiggestellt, alles wunderbar. Da unten, ja, die Forschung ist immer so wild. Da sterben unsere Leute weg. Gut, dann kann ich jetzt das hoffentlich erforschen. Nee, das braucht noch ein bisschen. Wo war das Uran jetzt wieder? Stufe 1. Abgeschirmte Transportschächte, genau. 20.000 gibt er uns. Ist ja verrückt. Kriegsschiffe sind hier. Warnung. Also fast alle. Produktion gestoppt. Naja, okay. Sie sind zumindest auf dem Anmarsch. Für ihren Einsatz. Sehr gut. Reparaturtürme brauchen wir natürlich auch noch. Kann ich nicht irgendwie alles vernichten, was sich hier hin bewegt zu uns? So. Ah, Moment, wir werden sie von hinten überfallen. So, wir greifen die da rein nach an, wenn es funktioniert. Oder werde ich die jetzt einfach nur beschützen? Nee, wir vernichten sie nach und nach. Sehr gut.
Nein, ihr sollt schon weiter. Ich hoffe mal, die vernichten auch alle. Und los. Oh Mann. Ist ein bisschen schwer zu steuern, aber es funktioniert schon. Ja, keiner entkommt uns. Ich muss echt ein bisschen aufpassen wegen Steuerung. So, damit wir auch hinterherkommen. Jetzt noch dieses Schiff vernichten und dann kommt das letzte dran. Das Hauptschiff. Abgeschlossen. So, die anderen zwei großen haben wir schon versenkt. Kommt noch das kleinere dran. Aber damit hat sie es auch gleich. Gut. Und jetzt vernichten wir noch das letzte. Das Wehrlose. Erinnert mich jetzt irgendwie an Silent Hill. War doch Silent Hill. Ja, genau. Nein. Silent Hill, genau. Silent Hunter meine ich natürlich. War nur gerade zu verwechseln, ähnlich. Ich meine natürlich Silent Hunter. Finde ich, ist auch ein ziemlich cooles Spiel. So, wir haben das Schiff versenkt. Es geht unter. Hell beleuchtet geht es unter. Die Titanic.